Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man einen coolen Tracker bauen kann. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an damit. Das erste, was wir machen, ist, wir platzieren erstmal einen Black Concrete Block und daneben dann noch einen. Wir lassen dazwischen dann einen Block frei und lassen dann in diese Richtung auch nochmal zwei Blöcke frei und platzieren nochmal zweimal Black Concrete und dann daneben jeweils einen Kohleblock. So in etwa. Und auf den Kohleblock drauf kommt dann nochmal Black Concrete. Und dann machen wir hier nochmal zwei Kohleblöcke hin. Und das hier sind dann später quasi die Räder. Auf jeden Concrete Block machen wir jetzt noch einmal einen Stein. Knopf drauf, so. Also auf die Concrete Blöcke, nicht auf den Kohleblock. Und dann machen wir hier einmal mit Smooth Stone Slabs so eine kleine Fläche, die insgesamt dann 5 Blöcke lang ist. Dann sieht das Ganze schon mal einigermaßen aus, könnte man sagen. Ganz vorne kommt dann ein Blast Furnace hin, das sieht dann so ein bisschen aus wie der Motor eben. Und dahinter kommt ein Anvil. Das Ganze sieht dann so aus. Auf die Vorderreifen kommen dann nochmal zwei Halbsteine. Und dann sieht das Ganze schon mal ein bisschen treckermäßiger aus. Was wir denn hier vorne machen, ist, wir platzieren hier einen Composter-Block hin. Da setzen wir nämlich später einen Villager rein und durch den Composter-Block bekommt er dann diesen Farmer-Hut, was natürlich super zu so einem Tracker passt. Das nächste, was wir machen, ist, wir nehmen uns Birken, Schilder und platzieren die einmal von jeder Seite gegen den Anvil, beziehungsweise einmal von links und von rechts. So. Und dann nehmen wir nochmal einen grauen Teppich und legen den oben nochmal auf den Blast Furnace drauf. Dann brauchen wir einmal Spruce Fence Gates, also die Zauntüren aus Fichte quasi. Dann platzieren die hinten und vorne einmal. Das sieht dann so aus, als könnte man da irgendwelche Gerätschaften quasi anbauen. Und dann suchen wir uns eine Farbe aus, mit dem wir den Trecker bauen wollen. Ich nehme jetzt mal einfach grün, denke ich. Und dann nehmen wir uns nämlich grünen Concrete, beziehungsweise den hellgrünen, und platzieren hier und hier einmal einen Block. Dann nehmen wir uns ganz normale Fensterscheiben und dann eben nochmal grauen Teppich und dann nochmal in der Farbe, die wir genommen haben, eben auch nochmal den Teppich, also in diesem Fall jetzt hellgrün. Dann platzieren wir hier erstmal Scheiben drumherum. Das wird dann so quasi die Kabine, wo dann der Treckerfahrer drinne sitzt. Und dann platzieren wir einmal hier die vordere Reihe. Von den Scheiben platzieren wir nochmal mit dem dunklen Teppich quasi. Und der Rest wird hier ausgefüllt mit dem hellgrünen Teppich. Was wir dann noch machen, ist, wir nehmen uns eine ganz normale Falltür und platzieren die hier gegen den Teppich gegen. Und da kommt dann später der Villager rein, beziehungsweise kommt er da jetzt rein. Schnappen wir uns nämlich ein, setzen den dann genau in die Mitte von dem Composter-Block, dann sitzt er da quasi drinne. Dann können wir das hier zumachen. Und wenn wir jetzt kurz warten, kriegt er auch den Farmer-Hut. So, perfekt. Und das ist eigentlich der Trecker. Das ist so ziemlich das Design, was ihr dann haben solltet. Und das sieht ganz cool aus. Ihr könnt natürlich die Farben auch noch ein bisschen ändern. Ich habe zum Beispiel auch gerne rot genommen. Aber ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal einen Hashtag Trecker in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao.